Moin von mir auch, Grüße aus Hamburg. Die Sonne scheint im regnerischen Hamburg heute mal. Wir gehen gleich wieder in den Süden, in die Schweiz. Aber bevor wir damit starten, kurze Regieanweisung quasi. Der Vortrag von mir wird parallel gestreamt, einmal zum Foskes Update. Grüße an das Foskes Update und parallel zum Cato-Hack. Das Foskes Update ist ja vom Foskes Verein organisiert, quasi in dem Kleinformat der großen Foskes Konferenz. Geht allgemein um Freie und Open Source Software im GIS-Bereich. Der Cato-Hack auf der anderen Seite ist von der Deutschen Gesellschaft für Kartografie. Das ist ein Verein, wo wir jetzt mit jüngeren Leuten mal oder jüngeren Kollegen versuchen, quasi auch moderne Themen der Kartografie mal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und da einmal im Monat so eine Demo-Session zu streamen. Genau, ich hoffe, das klappt alles. Wenn nicht, holen wir es nach. Aber von daher, beide Seiten sagt mal Hallo zueinander quasi mental durch die Ätherwellen und schaut auch mal gegenseitig, was die anderen so vielleicht machen. Ich mache eine kleine Demo-Session in QGIS. Es geht um eine Wanderung. Wundert euch gleich nicht. Mein QGIS-Fenster ist ein bisschen kleiner als der ganze Bildschirm. Links ist ein kleiner schwarzer Rand. Das gehört so. Die Auflösung ist auch nicht besonders toll. Das liegt an mir. Genießt den Vortrag einfach. Ich hoffe mal, er wird einigermaßen interessant und amüsant. Ich war vor 2 Jahren im Sommer in der Schweiz. Danke nochmal an die Schweizer QGIS-Freunde dort, die mich eingeladen hatten. Habe das genutzt, um da auch Urlaub zu machen, bin dann rumgewandert in den Schweizer Bergen, in den kleineren Bergen, den Vorstadtbergen, sage ich mal. Als Hamburger war es ganz gewaltig, als Schweizer eher unspektakulär und habe dann meine Wanderungen auch mit dem Handy aufgezeichnet. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo lang gewandert bin, lief mein Handy nebenbei und habe mitgetrackt, wo ich rumgegangen bin. Ich habe dafür OSMN verwendet. Das ist ein Tool, um eben auf dem Handy aufzunehmen, wo man unterwegs ist, auch um Navigation zu machen auf OpenStreetMap-Basis. Kostet 2, 3 Euro, glaube ich, gibt es auch für iPhone, kann ich sehr empfehlen. Tolles Projekt. Und damit kann man eben dann GPX-Dateien erstellen. Die kennt ihr vielleicht auch aus anderen Kontexten schon. Es gibt zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Wanderführer manchmal kauft, ist dann auch eine GPX-Datei mit dabei, mit den Routen drin oder von anderen Routingplanern. Das ist so ein Standardformat für sowas. Was dann rauskam, war eben von einem Tag hier Mitte Juni eine GPX-Datei. Da gucken wir jetzt mal rein, was das denn so ist. Da sind ganz viele Daten drin. Das ist ein XML-Format, also menschenlesbar in Anführungszeichen. Da sind zum Beispiel für jeden Punkt dann einen Breitengrad, einen Längengrad drin, eine Höhenangabe, wo Höhen mit GPS immer so eine Sache sind. Die sind nicht unbedingt das, was man erwartet und auch sehr ungenau. Es ist ein Zeitstempel mit dabei, der eben zu dieser Position gehört. Und noch eine Angabe, was das Gerät dachte, wie genau es gerade wäre, was aber nicht darüber aussagt, wie genau es wirklich war. Also ein bisschen irreführend. Und bei jedem zweiten Punkt oder bei den weiteren Punkten ist noch eine Angabe, wie schnell ich ungefähr war. Das sind ein paar tausend Punkte. Ich glaube, jede Sekunde ungefähr oder alle 5 Sekunden hier wurde gespeichert. Und das Ganze bildet eben dann einen, ja, Verlauf meiner Wanderung. Und mein Ziel jetzt in dieser Demo-Session ist, euch mal zu zeigen, was kann man mit QGIS denn so machen? Wie kann man sowas da visualisieren in 3D? Beispiel, ich will das vielleicht später in einen Reiseblog oder sowas einfügen, dann zeigen, wie ich da über die Berge gewandert bin. Das wäre heute quasi ein mögliches Resultat von dem, was ich euch zeigen werde. Ich lade zum Start mal die Datei einfach in QGIS rein. QGIS fragt mich sofort, da sind mehrere Sachen drin, was soll ich denn davon laden? Zum einen sieht man hier Track Points, also die ganzen einzelnen Punkte, die ich eben gezeigt habe. Zum anderen bietet QGIS mir auch direkt an, einen Track daraus zu machen, also eine Linie. Ich lade mal kurz beides. Dann sieht man einigermaßen, was das ist. Ich habe 2 Layer bekommen. Wenn ich reinzoome, sieht man die einzelnen Punkte. Und als Linie, ich mache die mal ein bisschen dunkler, dass sie deutlich wird, eben verbinden zwischen den Punkten. Dann, da habe ich eine Pause gemacht wahrscheinlich, dann eben die Linie an sich. Für mich heute interessant ist die Linie, das heißt, die Punkte nehme ich mal raus, ich mache die nochmal dicker, dass es gut sichtbar ist. Das ist quasi meine Wanderung. Jetzt erstmal hier im luftleeren Raum. Für ein bisschen Kontext kann ich mal OpenStreetMap als Hintergrund einladen. In QGIS ist seit vielen Versionen schon direkt was hinterlegt, dass man als XYZ-Tiles, als Rasterkacheln, OSM-Daten rein, oder nicht Daten, aber Bilder reinladen kann. Das mache ich mal. Ich lege die in den Hintergrund und sehe jetzt hier den Verlauf, wo ich langgelaufen bin. Das Ganze ist jetzt nicht lesbar, das ist sehr verschwommen. Das ist noch ein Problem der Kartenprojektion. Das muss ich einmal fixen. Ich stelle sie mal genauso ein, wie auch die Bilder erzeugt wurden, mit dieser Webmercator-Projektion. Und dann wird es wirklich auch lesbarer. Wir sind in der Schweiz, in der Nähe von Solothurn. Grüße an Andreas Neumann. Und ich bin da eben an einem Tag über so einen kleinen Bergkamm von Balztal nach Oberdorf gewandert.
Und das wollen wir jetzt mal in 3D darstellen. Wer hofft, dass ich heute mit der QGIS 3D MapView arbeite, die muss ich enttäuschen. Vielleicht ganz am Ende, wenn ich irgendwie noch Zeit über habe. Das war mir zu riskant. Die ist noch nicht so ganz fertig und reif. Ich werde mit einem QGIS Plugin arbeiten, QGIS.3.js, was ja sehr gut funktioniert mit dem, was es kann. Es kann nicht viel, aber einiges eben dann doch ganz gut. Dieses Plugin könnt ihr installieren über die Plugins in QGIS. Ich habe es bei mir schon drin. Ihr könnt nach 3 suchen. QGIS.3.js ist eben dafür gedacht, das, was in QGIS im Kartenfenster sichtbar ist, als 3D umzuwandeln und dann in eine Webseite einzubinden. Deswegen verbirgt sich es auch unter dem Webpunkt bei den Plugins, QGIS.3.js, und ich starte es einfach mal. Im Hintergrund seht ihr gerade noch mein Kartenbild von QGIS, ne, die OSM-Karte im Hintergrund, die blaue Karte im Vordergrund. Wenn ich jetzt QGIS.3.js öffne, sieht man erstmal nichts. Links sind ein paar Layer angezeigt. Ich sehe ein DEM-Layer, also für das digitale Geländemodell kann ich irgendwas reinladen. Da ist jetzt nur hier Flat Plane angegeben, klicke ich gleich mal an. Darunter sind für die verschiedenen Geometrietypen, Punktlinie, Polygon und Punktwolke, weitere Gruppen vorgesehen, wo jetzt schon ein bisschen was drin steht, gucken wir gleich mal drauf. Ich klicke hier mal die Flat Plane an und kriege hier in 3D eine flache Ebene. Also das, was jetzt das Kartenbild in QGIS war, habe ich jetzt hier als flache, platte Darstellung gekriegt, aber eben in 3D. Ich kann es bewegen, ich kann es drehen, ich kann zoomen, mehr aber auch noch nicht. Ich sehe noch keine Berge und nichts. Und wenn ich mal reinzoome, sehe ich auch, dass es alles sehr pixelig ist, dass die Linie direkt raufgemalt ist, also alles nur flach ist. Man kann hier auf die Optionen klicken von diesen Layern mit einem Doppelklick. Und dann kriegt man die Eigenschaften dieses Layers und kann Dinge umstellen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte eben nicht das gleiche Bild, was in QGIS im Hauptfenster angezeigt wird. Ich wechsle mal kurz zurück. Na, hier ist mein QGIS-Hauptfenster. Das, was hier gezeigt wird, wird 1:1 jetzt auf diese Ebene rauf projiziert. Das Map Canvas Image. Ich kann auch sagen, ich möchte einen bestimmten Layer auf diese Ebene rauflegen und wähle da eben mal den OpenStreetMap Layer. Sobald ich das mache, verschwindet die blaue Linie, weil eben nur noch der OpenStreetMap Layer hier rauf projiziert wird. Ich kann auch, die Auflösung ist ja sehr schlecht, hier man kann die Ortsnamen kaum lesen, ich kann die Auflösung hochstellen von dieser Textur, die darauf gelegt wird. Dann dauert es ein bisschen länger und ihr seht, es ist detaillierter geworden, es sind auch andere Zoomstufen reingeladen worden, schon ein bisschen besser als vorher. Der andere Layer war die Linie und die kann ich jetzt auch in 3D hier einstellen. Ich klicke einfach mal den Knopf hier an und sie wird direkt geladen und man sieht, sie ist irgendwie in 3D. Die Höhen sind irgendwie mit drin. Ich bin, na, wo bin ich hochgelaufen? Ich glaube, hier vorne bin ich hochgegangen. Dann hier rüber und da hinten wieder runter, also quasi über die Bergkämme, die jetzt hier noch fehlen. Die Linie hat schon den richtigen Verlauf. Das Gelände ist aber eben noch flach. Das ändern wir gleich mal. Ich stelle trotzdem schon mal kurz die Linie ein bisschen anders ein. Die ist gerade ganz, ganz dünn. Wenn ich näher reinzoomen würde, wird sie immer gleich dünn bleiben. Ich möchte sie gerne ein bisschen räumlich haben, kann dafür auch für die Linie in die Eigenschaften gehen und kann hier einen anderen Objekttyp auswählen. Oben ist die Linie ausgewählt, also wirklich ein Pixel breit durchgezeichnet. Stattdessen die Pipe wäre dann eine Art Rohr, das ist eine Annäherung über im Endeffekt Kreise, die zusammengelegt werden. Ich mache immer 50 Meter Dicke rein und dann sieht man, wenn man reinzoomt, dass es wirklich jetzt ein 3D-Körper geworden ist. Mit ganz, ganz vielen Elementen. Sieht nicht besonders schön aus, wie so ein Wurm so ein bisschen. Aber das passt mir erstmal ganz gut. Das können wir nutzen. Ja, wie kriegen wir jetzt das Ganze in der 3D-Ansicht richtig rein? Jetzt ist ja die flache Ebene hier hinter, das ist nicht so schön. Die Wanderung fliegt da durch die Luft. Ich möchte ein Geländemodell reinladen, also irgendwie Höhendaten muss ich mir besorgen. Ich mache QGIS.3.js nochmal zu, das erkennt sonst nicht, dass neue Layer da sind. Und weil Marc Jansen eben schon schön die Cloud-Optimized Geotools angesprochen hat, wage ich mal was. Ich hatte es eigentlich nicht vor, aber ich hätte hier ein 80 GB Cloud-Optimized Geotiff. Das kann ich auch direkt in QGIS reinladen als Raster-Layer. Da kann ich direkt sagen, das Ganze soll aus dem Web runtergeladen werden, kann die Adresse eingeben. Ups, die war länger als gedacht. Das ist nur der Part hier. Das ist ein Server von mir, da liegt halt diese Datei drauf, wirklich ein Riesending. Die ist aber eben so optimiert, dass QGIS genau weiß, wie es auf einzelne Unterteile der Datei zugreifen kann. Und wir gucken mal, ob es klappt. Wenn nicht, bitte aus der Regie Bescheid sagen. Müsste aber eigentlich kein Problem sein. So, sieht gut aus.
In Kugel sehen wir direkt die Datei eingeladen, ist jetzt eingefärbt hier in so Graustufen. Das heißt, das ist ein Graustufen-Höhenlayer, ein großes Rasterbild, wo in jedem Pixel eben ein Wert drin steht. Und der wird standardmäßig einfach erstmal so eingefärbt, dass ein hoher Wert heller ist, ein niedriger Wert dunkler ist. Das Ganze repräsentiert Höhen. Das heißt, ein heller Wert ist eine Höhe, ein dunkler Wert ist eine Tiefe. Ich kann es auch mal umstellen auf eine Schummerung, dann ist vielleicht ein bisschen besser sichtbar, was das Ganze bedeutet. Ich muss hier kurz was ändern, weil es keine schönen metrischen Daten sind. Und Tipp für Rasterlayer, kann man immer auch das Resampling einstellen oder das Filtern, glaube ich, im Deutschen. Oder Mischmodus vielleicht, nee, ganz was anderes, egal. Wenn ich jetzt reinzoomen würde, wird es irgendwann sehr pixelig werden und ganz eklig aussehen. Wenn ich hier umstelle eben auf einen Filter, wie zum Beispiel bilinear, wird das Ganze schön sanft gefiltert. Ja, GeoTIFF, Cloud Optimized, das heißt, ich kann hier wirklich weltweit die Daten angucken, könnte irgendwo reinzoomen und habe hier eine ganz, ganz große Datenmenge zur Verfügung mit ganz wenig Datenverbrauch und wenig Aufwand beim Aufbereiten. Jetzt schiebe ich mal kurz in den Hintergrund, mache die Linie nochmal an und gehe nochmal in die Schweiz. Und jetzt sehen wir auch endlich hier, hier bin ich hochgelaufen, auf die Berge oben drauf, dann diesen Kamm entlang, zwischen den Bergen durch und hinten wieder runter, auch durch so ein kleines Tal hier zwischen den Bergen durch. Eine sehr schöne Wanderung. Diese Daten sind nicht super aufgelöst, sieht jetzt sehr eindrucksvoll aus vielleicht, aber wenn man näher ranzoomen würde, sind es wirklich nur, ich glaube, 30 Meter pro Zelle ungefähr. Das heißt, kleine Details gehen verloren. Ich hatte noch andere Daten mit mir besorgt, aus Zeitgründen lassen wir die mal weg, vielleicht am Ende kurz. Man könnte natürlich auch ganz andere, viel höher aufgelöste Daten reinnehmen. Für das, was ich heute zeige, ist es auch gar nicht so relevant, weil ich eher auf einer relativ weit weggesunkenen Ebene bleiben werde. Das Schöne ist eben, diese Daten sind Open Data, frei verfügbar und auch relativ gut erprobt. Sind nicht besonders toll, nicht besonders besonders, aber eben einfach zu nutzen. Gut, zurück in QGIS-2.3.js. Wir haben jetzt ja quasi Höhendaten vorliegen. Hier ist erstmal nichts anders geworden als vorher, aber ich habe jetzt hier drüben den neuen Layer mit drin. Ich schalte die Platte-Ebene mal aus, schalte den anderen an und sehe, ich habe jetzt hier Höhen drin. Um das Ganze ein bisschen eindrucksvoller zu machen, schalte ich mal eine Überhöhung an von der ganzen Szene. Es geht über Scene und Scene Settings. Da kann ich quasi die vertikale Überhöhung verändern für 1 Meter in der Ebene. Gehe ich 2 Meter nach oben. Ist halt ein bisschen fake, sieht viel eindrucksvoller aus. Für mich als Hamburger natürlich, diese kleinen Berge waren schon riesig. Also jetzt entspricht es ungefähr dem, wie ich es mir damals vorgestellt hatte. QGIS-2.3.js nimmt diese Daten und macht einen ganzen Haufen kleine Dreiecke draus. Ich schalte mal kurz den Modus hier um, dann kann man es sehen. Im Hintergrund steht es eben ein Netzwerk aus Dreiecken. Und für jedes Dreieck guckt es, auf welche Ebene müsste ich diesen Stützpunkt davon verschieben. Das Ganze ist nicht besonders hoch aufgelöst und das können wir noch umstellen. Ich gehe mal in die Einstellung von dem Layer rein. Und hier oben ist ein Schieberegler für die Auflösung des Geländes. Ich mache ihn mal ganz nach links. Ups. Da sind die Dreiecke sehr viel größer geworden. Es ist noch gröber geworden als eben. Ich schiebe es mal ganz nach rechts. Und man sieht sehr viel mehr Details als vorher. Das Ganze ist immer eine Abwägung zwischen Performance, Dateigröße und so weiter. Das soll ja später ins Web auch exportiert werden. Das heißt, dann wäre es schon eine Frage, wie groß darf es werden. Heute hier mache ich alles auf Maximum, weil es besser aussieht. Das ist eine Abwägung für später. Was man auch noch sieht, die Textur ist nicht sonderlich schön. Ich schalte hier nochmal kurz den OpenStreetMap-Layer wieder an. Das hatten wir eben hier schon auf der platten Ebene. Auch hier wieder kaum lesbar, relativ verschwommen. Und auch hier kann ich wieder die Auflösung hochstellen, damit da eben dann schönere Daten reingeladen werden. Auch das massive Auswirkungen auf Performance und Größe. Aber bei mir scheint es ganz gut zu klappen. Das sieht doch schon ganz schick aus. Wir haben jetzt hier ein Geländemodell, darauf OpenStreetMap-Daten und den Verlauf meiner Wanderung mit drauf. Was mir noch nicht ganz gut gefällt, ist das Aussehen an sich. Klar, OpenStreetMap-Daten sind toll, die Karte ist auch super, eine fantastische Sache. Es repräsentiert nicht wirklich das, wie ich mich da gefühlt habe. Ich war da in der Natur, ist alles ganz grün. Ich würde gerne irgendwas Satellitenbildartiges, Luftbildartiges hier als Hintergrund haben, was eben nicht so technisch aussieht wie jetzt OpenStreetMap. Dafür gibt es zum Beispiel die Sentinel-Daten. Sentinel ist eine europäische Satellitenmission oder ein Sensor, wo man eben kostenfrei Open Data Satellitenbilder runterladen kann.
der fliegt so ungefähr, ich glaube, alle 2 Wochen über den gleichen Ort der Erde vorbei, vielleicht auch ein bisschen öfter. Und es gibt verschiedene Seiten, wo man da dann eben Daten angucken kann, runterladen kann oder auch Informationen erhalten kann, welche vorliegen. Ich habe jetzt hier mal gefiltert auf eben Bilder aus der Zeit, wo ich da war, also im Juni 2019, da wo möglichst keine Wolken drauf sind. Ich habe hier 2 Szenen bekommen, einmal am Ende Juni, einmal Anfang Juni. Ich mache die mal kurz an hier drinnen. Ende Juni war es schon so ein bisschen verdorrt geworden. Der Sommer war schon ein bisschen vorbei. Anfang Juni war es noch sehr viel grüner. Sieht man jetzt nicht ganz so doll. Zeige ich euch in Kugels nochmal. Das heißt, ich habe die Daten genommen vom Anfang Juni, habe mir die mal runtergeladen. Auch das wäre wieder mit einem Cloud-Optimized GeoTIFF möglich. Da gibt es auch ein S3-Bucket, wo die ganzen Dinger drin liegen. Heute hier mache ich es mal als lokale Datei. Das sind so ein paar 100 MB nur. Auflösung ist auch nicht überragend, aber für unsere Zwecke absolut ausreichend. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass man sieht, wie die Auflösung so ist. Ne, ähnlich wie SLTM, ungefähr so 30 Meter pro Pixel, glaube ich. Wäre jetzt nichts für die Detailansicht von der Wanderung, aber für die Gesamtübersicht absolut ausreichend. Und gleiches Spiel wie eben, ich gehe zurück in das Google's 2.3.js-Fenster und wähle dann da als Textur für das Geländemodell, ne, für den Untergrund, dann eben das Layer-Image aus von diesem Satellitenbild mit diesem kryptischen Namen hier. Sehr, sehr schick. Einen Punkt habe ich eben noch vergessen. Auch hier ist wieder das Umstellen von dem Resampling ganz wichtig. Also die Einstellung von dem Layer mit den Satellitendaten. Habe ich ganz unten die Möglichkeit eben das, ich zoome nochmal rein, das einzustellen, was er macht, wenn man zu da reinzoomt. Es wird standardmäßig sehr pixelig. Ich kann es umstellen, dass es gefiltert wird. Sieht auch nicht toll aus, aber ein bisschen besser wird es dann in dem Endergebnis weniger grisselig, sag ich mal. Ich mache mal die Linie ein bisschen heller, dass sie weiß ist, auch gut sichtbar dann für euch ist. Und das übernimmt der Google's 2.3.js auch sofort. Ich könnte sie auch anders einstellen, wenn ich wollte, aber so passt es mir ganz gut. So, erstes Zwischenergebnis, sieht schon ganz schön aus. Bisher hier immer noch nur in Google's drin oder in den Google's 2.3.js. Dieses Fenster hier ist im Endeffekt aber schon was sehr browserartiges. Ich kann hier oben über File, Export to Web auch direkt eine Webseite draus erzeugen. Das mache ich mal und danach machen wir es noch ein bisschen schöner. Das kann man irgendwo hinschreiben lassen. Ich lasse es mal hier in ein temporäres Verzeichnis speichern. Dateinamen kann man natürlich anpassen, Titel, Wanderung. Ich könnte jetzt noch irgendwo die Kamera hinbewegen, vielleicht zum Anfang der Wanderung. Und dann sagen, die soll, wenn die Seite geöffnet wird, soll man so darauf gucken. Und dann klicke ich noch an, Preserve the Current Viewport. Und für Webentwickler, die kennen das mit JavaScript und so weiter, manchmal gibt es dann diese Course-Regeln, den Knopf anhaken, dann gibt es keine Probleme. Dann kann man es einfach als Datei öffnen, ohne den Server laufen zu lassen. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten hier. Im Mobile-Template ist irgendwas auch mit Augmented Reality, habe ich noch nie ausprobiert, klingt ganz interessant. Ich nutze einfach den 3D-Viewer, den gucken wir uns gleich mal an. Ich drücke Export. Er baut jetzt wieder das Gleiche, was er hier im Hintergrundfenster schon gemacht hat, eben die 3D-Objekte zusammen und erstellt dann eine Datei und die öffne ich mal in meinem Browser. Jetzt hier im Chrome, Firefox wird natürlich auch gehen, eine gleiche Ansicht wie eben, wie ich eben die Kamera bewegt hatte und auch hier die gleichen Interaktionsmöglichkeiten wie schon in Kugels. Ich kann die Karte bewegen, kann rein und rauszoomen. Ich könnte auch verschiedene Orte mit einem Link verknüpfen und sagen, hier soll hingezoomt werden, wenn ich per Hand noch JavaScript programmieren möchte. Und ich kann auch einfach mal den R-Knopf drücken, dann dreht sich es einfach irgendwie, könnte man irgendwo einbinden in der Webseite als, hey, hier bin ich lang gewandert. Im Hintergrund ist das Ganze HTML und JavaScript. Ich schaue mal kurz in den Seitenquelltext, das wäre jetzt hier das HTML davon. Da steht nicht viel drin. Man sieht zum Beispiel, da kommen wir gleich nochmal zu, verschiedene Elemente, die ein- und ausgeblendet werden können. Der Rest davon steckt in dem Google's 2.3.js JavaScript. Das ist eine Menge Code, auch eine Menge richtig, richtig komplizierter Code. Ich glaube, die Zeit passt. Ich werde gleich noch ein bisschen was da drin vielleicht rumbasteln.
Man kann da ganz viel dran ändern, wenn man weiß, was man tut oder wenn man die richtigen Orte findet. Ansonsten eher doch für Menschen, die eher Profis sind in der Sprache. Von der Dateigröße können wir mal reingucken, wie groß das geworden ist. Das hat er hier erstmal ins Temp geschrieben. Und das sind ja, 24 Megabyte. Das ist, glaube ich, zweimal die Spiegel-Homepage ohne Adblocker öffnen. Das kann man durchaus heutzutage in eine Webseite einbinden, wenn es jetzt nicht gerade eine mobile Seite werden soll. Also vollkommen okay. Genau, ich gehe mal zurück in QGIS. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen Kontext dazu geben. Ich weiß ja gar nicht, wo das Ganze jetzt ist. Hier unten ist eine Stadt. Es gibt vielleicht noch ein paar Berggipfel, die man mit sehen könnte. Die bauen wir jetzt noch mit ein. Dafür gehe ich zurück nach QGIS, mache den hier nochmal zu. Und wir können ja in QGIS, kennt vielleicht einige von euch, schon QuickOSM als Plugin, um OpenStreetMap-Daten runterzuladen. Wenn man weiß, wie die Tags quasi für die Objekte in der OpenStreetMap-Datenbank sind, kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte Place Town in meinem Kartenausschnitt, mein Canvas extend, herunterladen. Und dieses Plugin fragt automatisch eben bei der OSM Overpass API ab. Genau, ich warte kurz wegen Bildstörung. Ist uns aber auch gar nicht so wichtig. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel, dann seht ihr es nochmal. Ich habe jetzt hier einmal einen Ort reingeladen, Solothurn. Ich kann jetzt hier auch raufklicken, sehe dann, da sind Attribute mit dran, zum Beispiel eben der Name und die anderen Dinge, die in OSM drin sind. Das Gleiche mache ich nochmal auch für Berggipfel. Dafür würde ich Natural Peak abfragen. Ebenfalls in meinem Kartenausschnitt. Auch das geht ganz schnell, weil es nicht viele sind. Und habe jetzt hier ganz viele kleine, ich mache sie mal kurz ein bisschen bläulich, hellblau vielleicht, ganz viele Berggipfel in der Gegend. Zurück in QGIS to 3JS. Die Layer erscheinen jetzt auch hier als neue Punktlayer. Ich kann sie mal anhaken und sie sind erstmal nicht sichtbar. Wir werden standardmäßig eben auf die Null-Ebene gelegt. Das heißt, sie sind irgendwo hier unten in dem dicken Block drin. Um sie sichtbar zu machen, muss ich in die Eigenschaften rein und kann dann sagen, wo eben die Z-Koordinate sein soll. Soll sie auf Null sein? Ich könnte jetzt hier sagen auf 1000 zum Beispiel. Dann würde er irgendwo in der Luft schweben hier. Oder ich kann sagen, es soll relativ sein zum Untergrund. Das heißt, es würde jetzt direkt auf das Geländemodell draufgelegt werden. Ich mache hier mal kurz eine Box draus. Das sieht ein bisschen netter aus. So, quasi als Stadt hier unten. Das haben wir schon mal drin. Wenn ich jetzt draufklicke, sieht man den Layernamen und die Koordinaten, wo ich geklickt habe. Nicht wirklich spektakulär. Ich würde ganz gerne den Ortsnamen noch mit dran schreiben. Auch das geht bei QGIS und 3JS. Ich gehe wieder in die Eigenschaften und ganz unten verbirgt sich ein Punkt Attribute exportieren. Das wäre erstmal, dass ich beim Draufklicken sehe, dass dieses 3D-Objekt auch die ganzen Attribute übernommen hat, die in QGIS drin waren. Zum anderen kann ich hier auch das Label einschalten und sage, das Label soll für den Namen sein. Und das soll relativ gesehen zu der Box hier unten vielleicht in 200 Meter Höhe schweben. Und dann sehen wir hier den Namen für diesen Ort mit drin. Die Schriftart könnte man anpassen mit CSS, schaffe ich heute nicht mehr. Das geht aber auch. Das Gleiche mache ich für die Gipfel. Da mache ich mal so einen kleinen Hut draus, einen Cone. Mache es wieder oben aufs Geländemodell drauf, also auf den Hügeln dann tatsächlich. Der wird relativ klein, 50 Meter Durchmesser, 100 Meter hoch. Auch da soll der Name mit dazukommen. Und der soll auch so ein bisschen über den Gipfeln schweben. Jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Gipfel drin. Das sind mir zu viele. Um die rauszufiltern, also hier hinten sind ja ganz, ganz viele kleine Gipfel, die sind nicht so spannend. Ich finde die wirklich hohen, die wirklich großen. Theoretisch wäre es natürlich toll, die jetzt nach der Prominenz quasi zu filtern oder nach der topografische Wichtigkeit quasi. Ich mache es ganz schlicht nach Höhe. Ich gehe zurück in QGIS in mein Hauptfenster, kann hier einen Filter auf den Layer anwenden. Hier oben sind meine Gipfel. Ich sage hier mal Filter. Elle wäre das Feld für die Höhe. Da sind wir jetzt eben um die 1000 Meter drinnen. Und ich sage mal, ich möchte nur die drin haben, die größer sind als 1200 Meter. Und die anderen sind jetzt weggefallen. Nee, hier waren eben noch ganz viele. Die sind jetzt hier weggefiltert und genauso übernimmt das auch QGIS durch VJS, dass jetzt nur noch die wirklich großen, wichtigen Gipfel mit dabei sind. Genau, das ganz letzte Ding schaffe ich nicht mehr ganz, aber einen Teil zeige ich euch noch auf dem Weg dorthin.
Und der Rest ist dann Ausblick und Hausaufgaben für euch für zu Hause. Ich habe hier eben schon gezeigt, man kann hier in den Objekten auch draufklicken und kriegt dann Attribute. Und dieses ganze Ding ist im Endeffekt eine HTML-Tabelle, die über JavaScript gefüllt wird. Das heißt, man könnte hier drin auch mit eigenem Code andere Dinge darstellen. Zum Beispiel könnte man Fotos einbinden und dann auf den Klick ein Foto einblenden. Ich höre gerade Fragen, gab es noch keine, von daher versuche ich es mal in der Zeit noch genauso zu machen. Der Weg dahin ist eh der gleiche. Vielleicht schaffen wir das Ende auch, das wäre natürlich toll. Ist uns auch halb so wild. Generell für eine Wanderung könnte man noch ganz viele andere Dinge einbauen. Das machen wir mal eben. Genau, richtig, das ist viel schöner. In Kubistisch.js kann man auch noch einen Nord-File einbauen. Ich bin kein Freund von Nord-File, aber in diesem Fall kann es ganz praktisch sein, wenn es eben nicht logisch ist, wo Norden ist. Es gibt hier oben den Punkt Scene, Decorations, einmal den Nord-File und auch Labels oder Header- und Footer-Elemente. Mit dem Nord-File kann ich Nord-File einblenden, der hier unten als auch 3D-Objekt drin ist. So ein kleiner File, der wirklich dann in die Richtung zeigt im Raum, wo der Nordpol wäre. Und ich kann auch einen Header und einen Footer einfügen. Hier mal als Platzhaltertexte, die dann oben und unten drüber gelegt werden. Da habe ich kurz was Kleines vorbereitet. Wir können mal hier ein bisschen was anderes für nehmen. Nehmen mal so ein bisschen Lorem Ipsum Text hier rein. Das ist einfach wieder CSS. Das heißt, man kann die, oder HTML besser gesagt. Da kann man ganz frei das Ganze gestalten und eben auch zum Beispiel sowas hier machen. So ein bisschen den Nordfall hinterlegen, Text daneben reinsetzen. Sieht ganz schick aus. Würde genauso im Export auch wieder rauskommen. Wo ich eigentlich eben darauf hinaus wollte, ist die Sache, beim Wandern macht man manchmal auch ganz gerne Fotos. Jetzt wird es gleich ein bisschen fremdschämen. Ich habe natürlich auch ein paar Selfies gemacht. Diese Fotos haben, weil ich eben das Handy nebenbei tracken lassen, wo ich bin, haben die Fotos auch die Information drin, wo ich da war. Ich gehe mal kurz in den Ordner rein, wo sie sind. Ich versuche, die Selfies zu vermeiden. Mal gucken. Genau. Hier hätten wir ein schönes Landschaftsbild. Da war ein herrlicher Tag wirklich da an den Bergen. Das war richtig, richtig schön. Und diese Bilder haben eben auch Metadaten drin, wo dann Breitengrad, Längengrad und auch eine Art Höhe mit drin stehen. Und in QGIS gibt es eine Funktion, um solche Daten direkt reinzuladen. Man kann hier nach den Geotagged Fotos suchen, die dann importieren. Da sage ich nur, welcher Ordner das sein soll. Das ist mein Fotos-Ordner. Lass ihn durchlaufen. Das eine war an der Bahn, da gab es keine Koordinate für. Die anderen sind jetzt drin, hier mit den mal kurz auf Rot, mit den roten Punkten markiert, da waren Fotos. Diese Fotos haben auch wieder, diese Punkte haben auch wieder Attribute. Ich habe jetzt auf einen mal raufgeklickt hier, den großen roten, und da ist ein Attribut zum Beispiel der Pfad zu diesem Foto hin. Und damit können wir gleich mal ein bisschen herumspielen. Ich gehe wieder in Kubistisch.js, also wieder zurück in die 3D-Ansicht. Ist noch alles so wie vorher, Gott sei Dank, das klappt manchmal auch nicht ganz. Jetzt sind hier auch der neue Layer, die Fotos ist mit dabei. Auch da, ich kann ihn mal anhaken, werden erstmal große rote Punkte draus. Man kann in Kubistisch.js auch Modelle reinladen, 3D-Modelle. Collada, DAE, kennen vielleicht einige von euch. Es kann nicht viel davon, es kann aber ein bisschen was. Ich stelle kurz die Voraussetzungen wieder ein. Ich will wieder relativ zum Untergrund die Dinge platzieren. Und ich möchte jetzt statt einer Kugel ein Model hier reinladen. Ich habe da mal so eine kleine Kamera gebastelt als ganz schlichtes Modell. Mach die mal eben ein bisschen größer. Und dann sehen wir hier, na, die war jetzt ein bisschen zu hoch. Da sehen wir jetzt hier ein kleines Kameramodell im Raum schweben. Quasi in jedem Ort, wo ich ein Foto gemacht habe, ist dann auch so ein Kamera 3D-Modell drin. Meine Bilder haben leider keine Ausrichtung, also in welche Richtung ich fotografiert habe, ist nicht mit ersichtlich. Ja, in diesem Fall gucken sie alle in die gleiche Richtung. Das liegt an meinem Handy, das könnte man anders auch noch dann drehen in die richtige Richtung. Und wenn ich draufklicke, jetzt hier, na, noch nicht, wenn ich draufklicke und die Attribute sehen will, muss ich sie auch wieder einschalten. Das heißt, ich gehe wieder in den Ordner, in die Properties von dem Fotos-Layer, schalte unten die Attribute mit ein. Und wenn ich jetzt draufklicke, sehe ich auch dann die Pfade zu den Fotos.
Genau, kurze Frage in die Regie. Gibt es Fragen? Sonst mache ich noch schnell die Fotos darstellen. Sehr gut, mache ich weiter. Genau. Das ist jetzt quasi unsere Grundlage für noch einen kleinen HTML- und JavaScript-Hack. Das schaffe ich noch in 3 Minuten, das müsste passen. Ich exportiere es wieder ins Web, also als HTML. Hier lasse ich alles, wie es ist. Exportiere das Ganze. Der kam zu, gehe in den Chrome, lade hier einmal neu. Ihr seht hier schon, ne, die Elemente von eben sind hier jetzt auch erschienen. Die Kameras sind da, ich zoome mal so ein bisschen ran. Ich klicke mal drauf und ihr seht hier die Attribute. Ich gucke jetzt mal in die HTML- und JavaScript-Dateien, die erstellt wurden. Zum einen die HTML-Dateien. Da ist halt viel drin. Da ist zum Beispiel auch drin die Tabelle, die angezeigt wird, wenn ich auf ein Attribut, wenn ich auf ein Objekt klicke. Ich lösche da mal einiges raus. Jetzt wird es ein bisschen schneller taktisch. Schaut einfach zu. Ich lasse drin quasi die Tabelle mit dem Namen Attributes Table. Ich gehe dann mal in die JavaScript-Datei und suche da nach diesem Klassennamen und finde dann hier Code, der eben dazu führt, dass dort die Attribute reingefüllt werden. Das ist eine Schleife irgendwie über die Objekte, die dort sind, über die Eigenschaften dann von den Objekten. Und dann werden eben, wenn ich reinklicke, nach und nach die Tabellenzeilen hier mit Zellen und den Daten gefüllt. Das Ganze kann ich eben ersetzen durch ein bisschen Code, den habe ich auch vorbereitet zum Glück. In dieser Schleife hier wird eben durchgeschaut, was für Attribute gibt es. Für jedes Attribut wird eine Zeile eingefügt und dann 2 Zellen, einmal der Name und dann einmal der Wert. Ich ersetze das mal. Das ist wirklich jetzt ganz eklig, HTML und JavaScript. Es klappt halt, ne? Also es ist nicht schön, aber es funktioniert. Statt jetzt hier die Werte reinzuschreiben, sage ich, ich erstelle ein Bild, Image Source, und schreibe dort rein den Wert davon, also den Pfad zu meinem Foto. Noch ein bisschen was zur Größe eingestellt und mache das Ganze eben nur für das Attribut Foto tatsächlich auch. Nur als Beispiel, dass man eben halt mit dem Code auch ändern kann, wenn man einigermaßen weiß, was man tut und wenn man sich nicht davor scheut, richtig eklige Dinge zu machen. Wenn ich jetzt neu lade, und damit bin ich dann auch gleich durch, alles wie vorher, wenn ich jetzt auf ein Foto klicke, mal gucken, was hier ein schönes ist. Ich hoffe, gucken, was ich erwische. Genau, erscheint jetzt in diesem Pop-up dann eben das Foto an dem Ort, wo es gemacht wurde. Genau, Selfies haben wir vermieden. Sehr gut, habe ich geschafft. Damit wäre ich auch durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich werde mal versuchen, ich weiß nicht, ich verspreche es immer ganz gerne, schaffe es dann doch nie, die Sachen auch noch als Blogpost zu schreiben. Pink mich da gerne an, macht da ein bisschen Druck, dann mache ich das definitiv. Ansonsten natürlich jetzt für Fragen offen. Jetzt gleich erstmal kurz im Cartoon-Hack, während hier auf der Foskis der andere Vortrag läuft. Und sonst ab 5 Uhr auch beim Netzwerken noch bin ich auch mit für Fragen da. Vielen Dank.